Einfach mal schießen und gucken, ob es sich bewegt. Ja. Genau. Ob es blutet. Ja, es wird eine Leiche sein. Wo ist dein Fuß? Da wo wir auf dem da wo sie sich am Anfang hochgezogen haben. Du hast glaube auch mit drauf geschossen. Wir sind auf der 7 im Moment. 7. Ja, da guck mal hinten am Berg, hinter dem der T-Rex mit der grünen Rüstung, dahinter steht einer, mit dem Fuß. Siehst du den? Den T-Rex? Der grüne T-Rex, da ist hinter dem Bein, da ist einer, der immer mal versucht zu snipern. In die anderen davor. Der linke Fuß quasi von dem. Ab und an look da mal vor. Okay. Da wo du drauf schießt, da liegt eine Leiche, Simon. Jo. Okay, da drüben dieses Gebilde von Fizibabel auf dem Berg, da aus dem Gebilde raus hat mich gerade jemand übelst angeschossen. Okay. Sun vielleicht? Fast so hoch wie wir. Das mit den drei Turrets, oder? Ja, vielleicht waren es die Turrets. Könnte gut sein. Also mich erreichen die nicht. So, wo sind sie denn alle hin? Haben aufgegeben. Da wird einer getrackt gerade. Gerade jemand beim Taming-Gehege bei uns gerade? Ich bin im Taming-Gehege. Schau mal dort unten runter. Da hat mich jetzt von übelst gerade innen angeschossen. So, ja, gegenüber Rand. Ist noch einer. Das Gebäude haben wir gerade eingeebnet, aber. Komm mal runter. Ja, am Strand läuft gerade einer mit dem T-Rex weg. Auch neue Muni. Haben wir noch irgendwo ein Torso? Hast du das, André, oder hat der die hochgeworfen? Nee, der hat die hochgeworfen. Ich komme mal noch Paste rein. Ich hab Spaß gespielt. Bin ja wach. Okay, da sind jetzt drei Leute, glaube ich, da drüben. Wo genau? Reicht. Welchen Teleporter müssen wir dann nehmen? Das ist hinten beim Eisenspot. Da an dem Berg, wo Kingdom am Anfang drauf war. Die haben sich ganz unten ein kleines Hütchen gebaut, haben sich da 6 Turrets hingestellt und eine Sniper-Posi aufgebaut. Du meinst hier ist die Fizzy-Bubble oder was? Mhm. Ja, aber die sind doch die kämpfen auch die anderen hoch. Wo ist denn der andere? Der liegt hier unten in der Mauer. Tot? Jo. War wohl überladen. Jetzt bin ich gebolert. Nein. Wo bist du? Nein. Herr Jottix. Boden, André. Vor der Mauer. Hallo? Hallo? Hallo, hab ich gesagt. Ja, bitte. Mich? Ja. Die sind hier unten drunter. Also Sub-Zero ist hat mit dem T-Rex drauf. Die Maulwurf und unter dir sind auch welche. Mhm. Jetzt springen sie mit dem Fallschirm runter. Ja. Oh! Ich gucke mit der K-Sicht. Da liegen ganz schön viele unter der Mauer, ha? Tot oder was? Da liegen 3 Leichen direkt unter Bugs. Eine davon ist leider André. Auf der Mauer, das ist einer von uns, der da rumläuft. Das bin ich, nicht schießen.
Und ich glaube, André ist der Einzige, der noch eine Rüstung an hatte. Von den Leichen. Rüstung. So. Gehen wir auf die Mauer drauf, ne? Wäre ja also fast hier. Schon reizend, einen Vorstoß zu machen, um deren Turret-Gebäude da niederzumähen. Das ist von Fizzy Bubble, die kämpfen gegen die Raider. Also die Fizzy Bubble. Das wäre von Engineers. Ja, das vor der Mauer. Auch nicht. Vor der Mauer, das ist von Fizzy Bubble, dieses Turret-Haus, was da steht. Okay. Und die kämpfen gegen alles, was da kreucht und fleucht. Da hinten in der Nackis? Ja. Okay, geht. Rauch ich. Irgendwer duscht? Auf vom Bohr. Wer duscht? Ist der ganz hinten da tot? Weiß nicht. Noch nicht. Hanna tot, ja. Level 59. War das der? Warte mal, ich guck mal mit dem. Irgendwie werden die Level immer niedriger von den Leuten, die wir kennen. Erstmal Gasgranaten runterwerfen. Das ist 23 Uhr. Ja. Siehst du da noch was, Morbo? Ja, einer ist noch unterm Safe. Ja. Also der linke Safe, da ist er hergerannt. Dahinter, da drunter irgendwas? Hm, ja, das ist der, den ich gerade auch fast getötet hab. Der Tod, der da vorne liegt, ist tot, ne? Ja, ja, das war Chaotix. Willst du den wegmachen, oder? Ja, ich wollte nur gucken, ob da einer rauszischt, wenn er eine Rakete fliegen sieht. Der ist jetzt hinterm Stein? Ja. Oh. Ja, welchen Stein? Hinter den. Baby. Der T-Rex, was macht denn der jetzt die ganze Zeit? Ja, das stinkt. Gut. Dann. Da kommt er. Ich würde dann einfach mal sagen, Servermeldung 0 Uhr. Bis 0 Uhr gilt's noch. Ja. Ja, das letzte Chance so. Jo. Klingt gut. Gucken, ob's dann noch spannend wird. Berg links, hinterm Tresor. Jetzt gehen wir irgendwann raiden. Ich hab Luke getötet. No. Was? Wen? Er sucht sich Noob. Noob. Noob oder Loop? Loop? Loop mit L. Noob mit L. Loop. Noob mit L. Loop mit L. Nicht so geplant. Ja. Tür raus, rechts wirft einer mit Gasgranaten. So, wo ist noch Action hier? Ist gerade ein bisschen mau. Ich glaube, vom Tor ist noch was, oder? Eigentlich wäre es cool, wenn wir jetzt zum Abschluss mit den Dinos mal noch hier aufräumen gehen. Aufräumen, ja. Da steht einer. Wow. Vor der Tür, direkt draußen rechts. Au. Soll ich mal mit K gucken, hä? Ja, einfach mal den Super Tank T-Rex da hinschicken, warte mal. Ich versuch den mal runterzubringen. Ja, Alter, da sind aber 10 Turrets da unten. Naja, der hat 26.000 Leben. Okay. Na, ja, die haben sich da auf jeden Fall eine ordentliche Base gebaut. Und das Stargate ist da unten am Leuchten. Ich glaube, da ist keiner mehr. Naja, ich glaube, unten ist da keiner mehr. So nicht mehr viele oder so, keine Ahnung. Doch, da sind noch welche. Seht ihr die ganzen
Kommt mal bitte zu 7 und dann bei den anderen. Also auf den Berg, wo Talor gebaut hat. Die Ende Bester. Und wenn du da direkt nach unten guckst. Ich schau mal, wie der das Teleporter heißt. Moment. Wir haben eindeutig zu viele Teleporter. Oh, ich war runter. So 1, 3, 3, 7. Mit dem T-Rex. Müsste. Okay, Moment, von hier kann ich den vielleicht. Oh, ich suche gerade Polymer. Das ist ein Spieler. Das ist ein Spieler. Auf den Spieler auf dem T-Rex snipern. Nein. Ja. Also die beiden Poly-Saves sind leer. Oh, na gut, dann ist nichts weiter. Max, das musst du aber rausschneiden, ne? Niemals. Wegen den Tierschützern. Ja, kommt mal hinter die Mauer, die hauen gerade, sitzen auf dem T-Rex und hauen auf unsere drauf. Kann die ganz snipern. Alter, der dreht ganz schön frei hier. Oh, der hat nichts mehr an. Der hat nichts mehr an. Das ist ein Enrage. Naja, früher oder später wird er jetzt down gehen, aber er wird gleich hier drauf. Ja, der hat halt keine extra Rüstung. Deck Shadow Stick, ja stimmt. Na egal. Oh, ich brauch. Kann man da raus mit dem Dino oder sind die da noch mit vielen? Ich weiß es nicht, schwer einzuschätzen. So wird Dingus gleich down, auf jeden Fall. Nein. James Castle Engineers. Problem ist, jetzt steht hier so rum, ne? Versuch mal hochzukommen wieder. Ne. Sniper. Alter! Kann auch gut sein, dass sie die jetzt auch mal auf Only Player eingestellt haben. Weiß es nicht. Wo ist denn der Typ? Da sind zwei, drei Leute, die unten am Snipern sind. Okay. Nein, wir können natürlich auch so eine YOLO-Aktion machen. Einfach als Belohnung, als wir dann durchgehalten haben. Jo. Sagen so. Halb oder so. In der letzten halben Stunde, ja. Das Problem sind nur die Tourists, die da stehen. Ja. Ist doch egal. Sonst wäre es keine YOLO-Aktion. Ja. Nö. Im T-Rex sitzt einer. Im bunten? Nee. Au, 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 au. Genau in dem Leck stehe ich natürlich vorne und krieg die Kugeln. Nicht gut. Mal Helm reparieren gehen. Oh, es fliegen die Raketen. Ich glaube einfach, die haben gemerkt, dass sie nicht an der Mauer vorbeikommen. Ich meine, die haben da mindestens 200-300 Raketen reingeknallt, ne? Ja, die haben halt vorher schon in den Saves ganz gut was verbraucht. Ja. Und die Saves, die standen ja noch so rum. Also die Saves von Simon, die da in 10 Minuten dahin gebaut haben, haben auf jeden Fall mehr gebracht als seine Mauer. Also wenn man überlegt, wie viele uns eigentlich das angreifen, daran, sieht unsere Base aus wie gerade frisch renoviert. Nee, es ist doch nur Spaß. Die Mauer war super. Das Problem ist nur, die Mauer ist halt total ernüchternd für die Feinde. Finde ich auch geil. Chaotix ist wieder da. Das sieht gleich mal ein paar Kugeln. Hier heißt einer bei uns nicht der André. Das ist Martin. Okay. Ich verstehe. Wow. Jetzt ziehen sie nochmal alles hier raus, hier mal sagen. Wo seid ihr denn? Also die Turrets, die sie da gebaut haben, die sind jetzt alle down, also. Bei der einen Ecke. Echt? Da. Ja. Die haben gerade die letzte weggeballert. Was? Von denen oder was? Ja. Ich sehe da nur noch leere Säcke. Dann können wir ja an sich mit Dinos hin, hä? Also es ist wirklich YOLO. Ich sag mal, hätten wir jetzt nicht gesagt, es ist gleich Schluss, so in einer Dreiviertelstunde? Dann hätten die wahrscheinlich schon längst aufgegeben, würde ich schätzen.
Eigentlich gerade einer von uns da unten vor der Mauer? Ne? Ich glaube eher nicht. Nein. Kaldor? Ja. Den getroffen haben wir. Raketen, nehmen wir einschlagen und so. Also wenn sie nicht treffen wollen, müssen sie schon besser zielen. Ich stehe 20 Meter daneben. Boah, Alter, hab ich mich erschrocken. Entschuldigung. Oh. Du hast kein Höschen mehr an. Ich hab fast gar nichts mehr an. Schade. Alter. Alter. Ach, das wollten wir später machen. Meine Güte. Ach, sorry. Ich geh da mal. Dachte mir, ich fang schon mal an. Mach euch mal ein bisschen Platz. What the fuck? Warte, ich geh ja schon wieder nach Hause. Sitzt so einer auf dem Spino da unten? Ich glaub schon, ja. Da hat er, glaub ich, den Brustpanzer mehr an. Wo? So ein Dicker? Den hab ich runtergeschossen. Die. Ich habe jetzt schon mindestens 800 Kugeln verschossen oder so. Ja. Also auf dem Spino, der ist, glaube ich, da kein. Sieht so aus, als hat er keinen Brustpanzer mehr. Mhm. Aber den zu treffen, wird schwer, wenn der angreift. Du bist abgestiegen. Ja, das war's. Jetzt übelst langsam, jetzt übelst langsam. Oh, ja, wohnt da unten an der Mauer, oder? Da sitzen zwei Stück auf dem T-Rex. Wo ist denn der Typ? Der ist versteckt. So, wo ist der hin? Ich seh die mehr. Ich will an diesen runterspringen und Raketen reinballern. Der eine hat keine Brust mehr auf dem T-Rex. Ja, jetzt lade ich nach. Oh nein. Wo seid ihr denn gerade zu Gange? Da in diesem riesen Knubbel bei dem Bronto. Nein! Oh, war das dumm. Mach ich jetzt YOLO? Ne, ich mach noch nicht YOLO. Aber ich versuche mal eine Rakete reinzuschießen. Also ein bisschen YOLO mach ich. Ja, Schwanz. Wer von Preußen-Granaten? Kommen die Runde? Ja. Aufpassen. Ich bin mir ein bisschen lecky hier. Man darf die echt nicht spamen, die Teile. Hat er einen Kackhaufen hochgeworfen? Das sah ganz so aus. Das ist doch nicht. Das ist ja unverschämt. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt hier hochkommt, oder? Wir haben kein Polymer, ne? Nein. Nein. Okay. Ich glaube, das lohnt nicht, Teile. So wie es aussieht, habe ich alle zurückgeschlagen. Oh nein, da kommt der Beam. Nee, irgendwo muss ich. Ich habe Angst, dass er jetzt hier hochkommt, Alter. Ich würde ja mal die Position wechseln. Der liegt da betäubt auf dem Boden. Ja? Der Boden? Neben dem T-Rex, links neben dem weißen T-Rex. Okay, ich bin runter. Weißer T-Rex, weißer T-Rex? Und eine Mauer oder was? Ja, und da hab ich die. So. So. Im Kopf. Nochmal. Stopp nicht. Alter. Jetzt. Level 11, lol. Nice. Aber trotzdem von der Ausrüstung. Ja, nice Beam. Das ich hab mich gewundert, wo der ist. Siehste, haben die ja doch getroffen, die Poison-Granaten. Ich hab die ganze Zeit gesehen. Ja, ist ja gut, dass du nichts sagst. Ja. Ich hab's nicht mal kommentiert. Ach, oh, vor dir. Oh. Bola, Bola. Bola, Bola. Das hat selbst mich überreicht. Okay, ich hab den selber gebolert. Haben! Boah, nice. Poison-Granate, in your face. Noch eine. Tschüss! Und weg! Mann, so langsam kriegt er Routine, ja. Mhm. Bis down.
Also noch einer. Da kommt drei Stück, Achtung. Oh, das ist doch gemein. Ich will den Typ wenigstens killen. Ja, ich bin dabei. Seid ihr unten bei den Dinos, oder? Achtung, da kommt ein T-Rex. Nee, egal, ich will den killen. Hast Emma. Du einen Raketenwerfer in der Hand? Ja, ah, nice! Ich hab'n! Ja! Sarion gekillt. Da ist jemand mit einem schwarzen T-Rex, pass auf. Grappling Hook. Ne, ich weiß nicht, wer er ist. Du läufst gerade zu Dings, ne? Der kommt, ja, der kommt hinter dir. Weiß ich das mal. What? Warte, hier kommt. Ist das unser Teleporter? Ja! Oh nein, die Teleporter! Boah, krass. Ja. So. Okay, cool. Zieh dir mal wieder einen Helm an. Ich hab keinen Helm mehr an. Alter. Ja, krass, hä? Ja, T-Rex tot hat er nur betäubt gewesen gerade. Der ist tot. Ist gut. Alter, nice. So, Leggings. Ich hab übelst Rüstung kaputt. So, ich hab aber Durst, ey. Ich muss irgendwas trinken. Oh, fuck. Oh, ich bin gerade runtergefallen, ich bin jetzt auf dem Berg, kurz über deren Stargate. Machst du Stargate kaputt los? Ja, dann kommt keiner mehr. Dann wird langsam mau, hä? Nur langsam. Also momentan gibt's noch ordentlich Action. Wow. Tja, ja, vor der Mauer, oder? Sagen kann ich dazu leider nichts. Also ich sehe ja nichts vor der Mauer, hier stehen nur T-Rex und Tiere rum. Ja, unten drunter steht noch einer bestimmt. Ich weiß, warum ihr da Metall immer bröselt. Nee, von dem Safe aus schießt einer. Ja. Ach, das sagt es doch. Ich kann ja hier auch einen sehen. Ich renn wieder vor. Der T-Rex noch da? Ich mach nochmal so eine Attacke von oben, das ist cool. Oder wir stürmen alle raus, wie ihr wollt. Ich habe jetzt selber nicht damit gerechnet, dass ich die erste YOLO-Aktion überlebe. Wo schießen die Raketen? Kommt wieder einer. Hinterm Zelt. Hinterm Stein. Ich sehe ihn nicht. Jo, hab ich gekillt. Ja, aber die werden immer niedriger, ey, weil die alle immer respawnen. Der hinterm Stein ist tot? Jo, also hinter dem hinter... Safe ist tot. Ja. Alles klar. Hinterm rechten Safe war, naja, der ist tot. Ja, auf den hab ich auch geschossen, deswegen. Und hab ich der Teleporter echt immer noch? David, du hast ran hier getötet, oder? Jo. Ah, okay. Du hast. Und hier oben, Alter. Ja, wir könnten höchstens drüber nachdenken, die Front ein bisschen nach vorne zu verschieben. Ja, ich bin schon nach vorne jetzt ein bisschen. Guck mal, ich bin jetzt bei den Saves. Guck mal links in der Ecke drin. Vielleicht kannst du ja den einen noch looten, der ist genau hinter den Safe. Der, ist so schwarz. Nice! Maulwurf, nice! Was denn? Richtig nice. Das hat sich einer versteckt. Jetzt kann ich sagen, dem, wo du vorhin hinter dem Stein draufgeschossen hast, der hat uns noch überlebt. Da kommt wieder T-Rex. Wo? Ja, oder sitzt einer drauf. Ich glaube, der hat kein Torso an. Ich spring jetzt runter mit dem Fallschirm und erschießen im Springen. Das will ich sehen. Boah, das gucke ich mir an. Das geht aber schief. Das Problem ist, man sieht ja gar nichts mit dem Fallschirm, Alter. Hirsch. Kann ja gar nicht unten ziehen. Da kommen mehr, Achtung, mit Raketenwerfer. Okay. Da kommen jetzt vier Stück. Oh, das ja. Das ist ja ein super Timing, dass ich hier rumspringe mit dem Fallschirm. Scheiße. Versuch mal da drüben zu landen irgendwo. Kannst du wieder zurück? Ja, ich probier's. Nur zu weit weg. So dumm. Hier ist er auf den mit. Auf den T-Rex, ne? Ach Mann. Noch mal. Grappling Hooks. Ja, das bin ich. Ich versuche nur schnell runterzukommen. Raketenwerfer. Und da ist einer. Die wächst getroffen an den Typen. Okay, Sniper.
Na, die fliegen nicht weit genug, scheiße. Leider. Am Ende habe ich mir damit jetzt nur die Sicht von Nebel. Au, pass auf, Beam, da snappert einer. Haben gesehen, oh, oh, oh. Ein Schuss noch! Nicht schlecht. Boah, das war richtig gut. Wir haben den jetzt gekillt? Wo? Ich hab den gekillt, sorry. Guck sie dir ein Video an, ey. Wir haben beide, glaube ich, gleichzeitig drauf gesnipert oder so. Ja, der hatte kein Tor so mehr bei mir. Das war richtig gut. Guck mal, da geht einer mit der Grappling Hook hoch, Beam. Wo denn? Genau gegenüber am Berg. Ja, am Berg sind zwei Stück gewesen eben. Scheiße, mein Sniper ist im Arsch. Ach da! Ja, die Tour schießen, wie geil ist das denn? Übel schwer zu treffen, weil die so hin und her klitschen da. Ja. Der runter wieder, oder? Nee, der ist immer noch. Nee. Mauch, du bist noch an den Safes, ne? Ich bin noch ein bisschen weiter vor. Bisschen weiter vor. Ja, bei den Rexen jetzt hier, auch wo der Bronze ist. Jo, hab wieder einen gekillt. Mo. Maulwurf, spring mal hoch. Okay. Ich habe aufgehört zu zählen mittlerweile. Ich bin links über hier bei dir links, da fliegen Raketen unten. Ja, ich hier niemand mehr. Hier läuft ein Weitlisten-Slot rum, zwei sogar. Überall gehen uns ohne Besitzer. Bin nirgendwo einer gewesen, auch nicht vor der Mauer. Hinter dir ist einer. Hinter mir ist einer. Ich hab Bola gehört. Ich höre, wenn jetzt hier irgendwer umzieht, aber ich habe keine Waffen mehr dabei. Wo ist er denn? Alles kaputt. Genau, da ist er, in der Ecke. Haben! Lass mich auf meine Weise machen, oder? Ja gut, mach mal. Das Problem, ich habe keinen Narkotics mehr. Ich mache mir Raketenwerfer. Mach's auf die, weiß ich nicht, die Dia-Art. Um eins. Der versucht sich zu enttäuschen. Nummer zwei. So, M und N. Das ist aber nicht der echte M und M gewesen. Nee? War der Winner? Das ist von Pokémon gewesen. Also Infamous. Der echte M und M ist von Crusader. Okay. Wie viele Raketen? Seid ihr das? Hat aber nur Standardzeug. Guck mal, das ist meine Brille. Ja. So krass, wie die Dinos hier rumstehen. Ja, aber dann sieht man auch, ne, es ist jetzt ja nicht alles nur, weil wir übelst krass sind. Es liegt einfach auch mal daran, es ist mit den Metallstrukturen und den Einstellungen, es ist einfach immer noch zu leicht, eine krasse Base aufzubauen, die übel schwer zu raiden ist. Und deswegen hatten wir uns auch überlegt, Staffel 5, einfach aus Spaß, wirklich aus Spaß. Erstens wollen wir mit Giga machen. Das ist einfach nur, weil es cool ist, weil wir Bock drauf haben. Was wir vor allem ausprobieren wollen, wirklich aus Spaß, ist Metallstrukturen komplett rauszunehmen. Ne? Also das höchste Gefühl wäre dann sozusagen eine Steinbase. Geh rein, geh wieder zurück. Geh wieder zurück. Ist das Gegner bei euch oder was? Lauf mal hoch. Muss ich ihn lang. Dinos. Hey, Lutsch. Geradeaus. Einfach geradeaus laufen. Ja, bin dabei. Sind da die eine? Sie haben mich gefunden, ja. Sind die eine? Ja, die waren an mir dran. Hier ist eine. Boden, das bin ich. Nee, nicht. Anderer. Wow, einer ohne Alter, genau hinter dem Stein ist einer. Ja, genau, da. Okay. Roland. Hier hinten steht er. Da. Oh, der ist getroffen. Trefft den nicht. Oh, ich hab keinen Helm mehr an. Ja, mehr sind nicht auch. Ja, geht noch. Ich muss erstmal weg. Ich brauche irgendwie eine Waffe. Oh, ich hab Durst und ich sehe nichts. Wo ist denn der? Ich habe jetzt keinen Bock, hier doof zu sterben. Muss mal ganz kurz zurück. Muss was trinken. Magst du das keine Hose mehr an? Naja, ich habe gerade eine Rakete abgekriegt. Ja, ich auch. Alter, was für ein Schlachtfeld hier. Ja, das ist übelst krass, Mann. Von dem Typen, der hat alles rausgeworfen. Ah, der ist scheiße im Sterben. Du bist scheiße im Sterben.
Ah, hier kommt einer. Mal rufen, du hast ihn gesehen, ne? Ich lauf die ganze Zeit hinter dir her. Du musst ihn einfach nur bolern. Sehr geil. Was? Schade. Ich bin bestimmt jetzt anderthalb Minuten hinterher gerannt, ne? Ich hab sogar auf Band. Ich war die ganze Zeit auf der Seite von Merenga. Ich wollte mir auch den Spaß gönnen. Ich hab sogar auf Merenga killt einen von euch. Da ist noch einer. Oh, war das schön. Wer ist denn das? Gegner. Wo denn? Sag ich euch nicht. Mit Mäckchen gekillt. Lutz, Hose. Oh, danke. Aber wie ich nicht treffe mit dem Bowler. Alter, meine ganze Rüstung ist kaputt. Hier in dem Typ, der vor dem Stein liegt, ist noch Zeug. Ja, ich hab selber noch, ich will nur erstmal hinter die Wand. Oh, das ist aber einer. Wo ist denn der? Oh, da sind mehrere. Ist auf dem T-Rex? Pass auf, Beam kommt zurück, da sind mehrere. Okay. Wieso? Drauf da, Leute, drauf da. Ja, es ist gerade dunkel, also ich sehe wenig. Also ich habe auch keinen Steak mehr. Also noch nie ein Steak. Steaks sind was für Luschen. Ich habe die ganze Zeit Steaks drin. Du nimmst doch auch nichts. Du hast ja auch die 60 aus dem Kühlschrank genommen. Du hast sonst 60 Leute, die sagen, Beam, mach mal, come on. Die Rex kommt. Ja, aber die kämpfen gegeneinander, hä? Die Rallye hinter dir, pass auf. Katze. Wolf. Ne, Katze, sorry. Alle mit Bola rumstehen. Ja, ich versuche ihn gerade mit der Grappling Hook zu erwischen. Sniper ist kaputt, alle nehmen Bola. Du kannst noch leben. Nein. Hä? Verstehe ich nicht. Die sind wieder auf dem Vorsprung da. Alter, der eine Typ, der hatte gerade hier einen blauen Raketenwerfer. Der macht 150% Schaden, Alter. Wow. Was ist denn? Machst du alle platt. Oh, Apprentice Metal Chest Pies. Ne? Oh, die haben hier so einen Captain America Schild gehabt. Alter! David! Der hat mich mit ein paar Schüssen weggehauen. Wo? Oben am Snipern, oder? Ja, ich tot. Ihr braucht bloß zum Teleporter 3 gehen und dann unten drunter. Ihr hättet mir mit zwei, drei Schüsse... Ja, es lohnt sich also noch hier, was zu versuchen. Nächste Mal ist es noch. Jo. Wir werden ich mal schreiben, weniger. Vielleicht motiviert das noch jemand. Also, kill me. Bugs oder so? Irgendjemand? Wer war das? Also, kill me B4. U D I E. Voll der komische Name hier. Der Whitelisten-Slots gibt's nur für richtige Namen. Soll ich den Namen auch noch einschreiben oder was? Warte mal. Dann mach Cut. Alter. Hier. Wo ist denn der? Geradezu. Der steht da eigentlich relativ frei rum. Ja. Ich renne jetzt mit dem Schild auf den zu. Dann überlege ich mir was Krasses. Oh, wie kann man da vorbeiwerfen? Nein, wie kann man da vorbeiwerfen? Jetzt. Haben. Alter. Oh, der T-Rex hat mich gekillt. Der T-Rex ist unbemannt. Unbemannter T-Rex haben nicht gekillt, Alter. Der war aber unbemannt, ne, das zählt nicht. Das ist ja, vom Castle Engineer sein T-Rex gewesen. Und der T-Rex hieß James. Wir können James höchstens, James kriegt den Whitelist. Ja, Slot. James kriegt einen. Achso, ich dachte nur, wenn die bemannt waren. Ja. Man gehört ja dem. Ich hab meinen T-Rex vor der Base gepackt und einen Whitelist Slot gekriegt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer das jetzt war hier. Du bist auch gestorben, Beam. Ja, ich wollte YOLO machen. Ich hatte gebolert, ich hatte fast. Ich hätte auch einfach Deckung gehen können mit Raketenwerfer schießen, das wäre besser gewesen, aber egal. Irgendwie war meine Rüstung alles so sehr kaputt. Das darf doch nicht wahr sein. Der überhaupt online war heute. Der ist wahrscheinlich schon pennt, ey. Hab wieder einen down.
valide. Ja, wer ist denn das, der auf mich geschossen hat? Das war ich. Warte mal, wie heißt der? Ich spiele mit Lenkrad. Der ist gut, eben. Den hab ich gerade gekillt. Mit dem hattest du dich gestritten und dann wurdest du zerrottet von James. T-Rex. T-Rex, James. Ja, weiß ich nicht, wollen wir den auch mal Headless Lord geben? Weil es lustig war? Ja. Ja. Den T-Rex. Ja. Geben dem T-Rex Nee, dem Spieler, mit dem ich mich gestritten habe gerade. Achso. Naja, wenn man ihm unterstellen würde, dass er es geplant hat, dass er dich genau in den angreifenden T-Rex reinzieht, dann... Nee, das mag ich zu bezweifeln, er lag in dem Bola da, er war gebolert. Ja, dann hat das vielleicht... Der ist einfach nur aggressiv, der T-Rex hier. Ja, der T-Rex im Akku und ich bin im Kreis gelaufen. Sonst hätte man sagen können, es war eine gute Strategie, da hat er sich das verdient. Nee, das war keine... Also. Er hat sich da desto deutlich verdient, dass er jetzt noch aufgekreuzt ist. Jo, Leute, wollen wir nochmal YOLO machen? Ja, macht doch alle mal YOLO. Einfach Tor 3. Mal rausgehen. Tor 3. Tor 3 ist prädestiniert dafür. Lass uns rausgehen, oder? Mit Bolas. Scheiß drauf. Oh. Wo kommen die jetzt her? Wo kommen die her, ja. Na gut. Spectator. Man war zu weit. Welche, wie kann ich nach Leuten suchen? Ah, hier. Ach, da sitzt Horny in der Ecke, oder was? Ich schieß ganz dann auf den. Wo bist du denn? Da bist du. Er hat keinen Helm mehr. Pirali, brauchst du eine Waffe? Alter, guck mal hier in den ersten Spucker da Richtung Berg hoch. Okay. Da, das war früher. Leichen hier rumliegen. Erfahrt er jetzt okay, warum? Max, ich hab Joker schon getötet. Ach Mann, ey. Ihr Penner da oben auf dem feigen Felsen. Der feige Felsen. Das war nass wie ein Huster. War der mit Absicht? Chaotix. Sehr geil, Bug. Ah. Ja, die haben bestimmt auch noch was dabei. Mhm. Noch mit Sniper-Muni und... Oh! Hier stehen 30, 40 Granaten. Tiere rum und Aber so richtig, Leichen. So richtig. Das ist so ein Walk of Fame, ey, mit Tieren. Maulwurf, wo steckst du denn? Hier sind welche hinterm Felden, Kirali, pass auf. Ach, ja, ich hab die jetzt gerade geschossen, Alter, weil du nur vorne rumrennst. Echt? Die haben voll das coole Zeug. Renate. Was, Renate? Renate. Renate, Granate. Direkt. Hast du da noch was, Maulwurf? Ich hab Tiger gesehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo Tiger der ist. Tiger von die Königlichen. Der wird abgeschossen. Wäre auch voll mies, ey, wenn irgendwer die T-Reaktion jetzt einfach auf aggressiv pfeifen würde. Ja, dann müsstest du runterspringen. Wären wir voll am Arsch. Links um die Ecke, Bugs. Okay, ich geh andersrum. Echt, hier liegen die Leichen rum.
Ein riesengroßes Schlachtfeld hier. Ich bin hier wieder mit den Poisons rum. Ja, das war ich. Ich bin hinter euch. Boah, bei mir blendet das hier voll. Au, 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 ah, au, okay, Alter! Leck. Der snipert denn auf mich? Oh Gott, ich glaube, ich bin weg. Das war ein Leck. Ich bin runter. Hast du auf mich geschossen oder was? Nein. Ich bin runtergefallen. Boah, ich habe hier gerade instant irgendwie. Oh, ich bin gebollert. Wo bist du? Vom Tor. Okay. Vom Tor. Komm zurück. Also an den Saves, an den Saves. Jo. Ja, ich sehe dich. Ich versuche hier bei mir Poison zu machen. Jo, ich habe auch eine geschmissen. Versuch den dann zu killen. Der ist rechts neben dem schwarzen T-Rex. Ich bin fast tot. Der ist hier bei mir. Ich habe jetzt hier 1000 Poisons geworfen. Jo, alles voll. Wo ist der Mann? Oh mein Gott. Da war er. Da liegt er. Bin ich vorbeigerannt oder was? Ah, Hilfe, Bugs. Guck mal, ob ihr mich wegziehen könnt. Okay, ich hab hier einen unconscious. Wer schießt ihn, Kigali? Los! Mann, kaputt, los! Oh, nein. Du bist eiskalt! Oh, wow. Eiskalt! Yeah! Schönes Ding. Hab sogar noch drauf. So, noch 3 Minuten jo, ungefähr. Passt. Ich werd gleich wach. Jo. Oh, D-Rex. Oh, ich bin immer noch, Ey, es ist so krass, wie viele Leute hier rumliegen. Krass, boah, perfekt gemacht. Das sauber, Leute. Ja, ich hatte noch gekriegt, Hornys Leibwache. Ja, weiß. Sehr gut. Vom laufenden T-Rex runtergespannt. Ich glaube, das sind jetzt fast alle tot, oder? Das krass, krass. Nicht, ja, was hier rumsteht. Was ich einfach noch lebe, ey. YOLO. Habt ihr den weißen Yeti gesehen? Weißen Yeti? Ja, hier ganz vorne. Es fängt ein weiß angemalter Yeti rum. Echt? Da kommt noch einer mit einem Bronto. Was? Jo! Der Glitch-Bronto. Ganz Yeti. Cool. Oh, seht ihr, das ist ja schrecklich, wenn man im Spectator ist und nichts sagen darf, oder? Ja, ja, das ist richtig das böse. Ist ja also. Ich finde das nicht so schlimm. Also, ich spreche ja immer. Bist du auch gerade bei Janschen? Warum ist da unten noch eine Katze? Ja. Nee. Wo ist der denn? Sag ich nicht. Katze, komm. Cola bereit halten? Ich bin bei Ben. Bei dem. T-Rex. Ich mein, beim Polte. Haben gebolert? Also die Katze. Der Typ? Hat den Typ auch gebolert? Ey, also Betäubungsgranaten sind doch noch mächtiger als erwartet. Ja. Das ist so lustig. Seid ihr vor der Mauer, oder? so ach, gut, vorne, ey. Max, ich nicht hinter dir? Ja, der Typ liegt da vorne. Hau mir mal Stimulant rein. Ja, ich lass mich doch den mal eben töten, ja. Oder... Oh nein, das ist schon wieder so. Wie heißen die Viecher? Dido. Dingsbum. Kräder? Oh, ich hab jo, warte. Das bin ich. Ich töten. Ich lieg hier, ich hatte kein Wasser mehr. Ich musste erstmal Bären pflücken. Der Bronto kommt. Der Bronto, der will doch unbedingt was killen, ey. Wir rufen das keine Hose mehr an. Ja, das ist ein Bronto. Mal kurz also in den Schutzraum hier rein. Oh, weiß ich. Der fliegt. Hast du alle mein Stimulanten? Oh, nice. Die Rakete hat alles lahmgelegt. Ja, gut, fuck, Alter, ich fall runter. Nein! Warum? Nein! Dort Grappling Hook! Oh, Alter! Ich sehe nichts mehr wegen der Betäubungsgranate. Jo, ist jetzt 0 Uhr. Jo, ist vorbei an sich. Soll ja komm, wenn jetzt hier einer einen killt, dann können wir. Dann machen wir Bonusminute. Bonusminute. Nachspielzeit! ich war erster Bugs. Au! So lustig, ne? Da lagen zwei von Königlichen betäubt rum. Boah, den zerfetzt ja aber, den Monto. Ja, sieht gut aus. Hm.
Der Pronto schafft es nicht hoch? Nee. Oh, wir sind zwei von Castle Engineers auf Katzen. Oh. Spannend, spannend. Ziemlich spannend, ey. What the fuck? Der versucht noch was zu zerfetzen. Ah, jetzt rennt er weg. Ach, die Angsthasen. Hätten wir alles oder nichts machen müssen. Ja. Beim hatte ich gerade noch nicht mal Brolas in der X-Slot-Leiste. Liegt da einer mit Fallturm runter? Nur ich nicht. YOLO! Also die letzte Aktion machen wir. Ja. Hey Lutz, was machst du da? Versuchst du hochzukommen? Ich versuche ja wieder irgendwie hochzukommen. Alter, unten die Dinos überall. Wie krass. Ja, ist krass, oder? Übel, oder? Hey, Ben gekillt. Alter, weggeknechtete Typen. Das ist übel. Ja, während des Fallschirmfliegens, ja? Oh, ja, okay. Die Katze. Er ist weggerannt. So war er, oder? Angst. Ja, sie rennen weg. So. Ist jetzt vorbei. Jo. Puh. Oh, Alter. Was für eine Session. Ja, aber witzig gewesen so. Ja, aber es hat super Spaß gemacht. Ja. Sie haben nur die Fassade da. Alter, hier ist noch einer von Castle Engineers. Ja, nicht mal der Lack ab. Nicht mal der Lack ab. Der Stress. Der kannst du noch fahren. Wenn die so vielleicht alle hochgehen, dann können wir hier aufbauen. Das war eine Methode. Nee, ich würde das mal Abmoderation machen. Achso, okay. Seid ihr alle weg hier? Komm jetzt zurück. Wer hat denn jetzt alles überlebt eigentlich? Max, Taldur, ich, wer noch? Ich? Ich hätte auch fast. Ich lebe auch noch. Aber ich hänge halt hier behindert fest. Wollt ihr helfen? Ja, die Hälfte hat überlebt, ne? So, gut, liegt um einen rum. Ich würde trotzdem mich schon mal verabschieden für diese Staffel. Was? Ah, das seht ihr. Moment. Ah, ich komme. Achso, okay, Moment, Schutz. Alter, mach dir. Autsch. Es ist unglaublich, dass sie es geschafft haben, mit diesem Haufen die Base zu verteidigen. So, jetzt ist Achtung, Schluss hier. Achtung, da hat jemand Maulwurf und Raketenwerfer gezückt. Achtung, ich mach langsam Maulwurf. Oh nein, wenn jetzt. Oh, ja. Was ist das denn? Und dann. Was ist das denn? Haben alle bei den Nackeln. Also siehst du auch echt die Animation, dass die echt gut sind, ne? Ich hab dich gefangen, Teil. Da trifft man auch mal mit dem Bowler, ey. So gut, Leute, in diesem Sinne, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken. Ich fand, wir waren eine geile Staffel gewesen. Der einzige Fehler, den ich vielleicht gemacht habe, was wir das nächste Mal besser machen, ist auf jeden Fall das Artefakt deutlich eher rauszugeben. Und genauso wie gesagt, Staffel 5 wollen wir ein bisschen was ausprobieren und wir wollen vielleicht auch wieder auf der Standardkarte spielen. Das hatte ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Wird es bestimmt noch ein Infovideo geben. Aber ich denke mal, das wird dann ganz lustig. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, so ohne Metallstrukturen. Mit Giga auf der Standardkarte, wo wir ewig nicht mehr gespielt haben. Vielleicht gibt es dann auch schon den Titanosaurus und Baumhäuser und so. Wir werden sehen. So. Auch wieder danke an mein Team fürs Mitmachen. Jo, bitte. Gerne. Hat voll Spaß gemacht. Auch wenn ihr ganz schön langsam seid, aber kann man nichts daran ändern. Guten Morgen!